Leute, vergesst das normale Mancherie. Oder die normalen Duplos. Scheißegal! Und ihr steht auf das coole Toffifee? Ah, Toffifee ist doch Mist. Puh, weg damit! Weißt du, was das richtige Gold ist? Das richtige Gold, Leute! Ich sag's, die Limited Edition. Die Toffifee weiß. Keiner kriegt sie mehr. Sie sind überall ausverkauft. Aber wir haben noch welche. Diese geile Scheiße. Diese geile Scheiße, sage ich, Leute. Ich kann's euch nur zeigen. In dieser Verpackung. Ja. Das pure Gold. Und ich gebe sie meinem Bruder, er darf sie aufmachen. Ja, wir werden sie öffnen. Das heißt, wir entwerten sie jetzt. Andere Leute würden dafür sterben oder wollen dafür hunderte von Euros ausgeben. Nein, wir werden die jetzt aufmachen und wir werden sie uns gemeinsam gönnen. Und während mein Kumpel da so verstört in die Kamera guckt und ich die Öffnung nicht finde, geht's gleich weiter für euch. Mach die auf. Deswegen habe ich sie auch rübergegeben. So, jetzt haben wir die hier mal aufgemacht. Guckt euch das an. Es sieht einfach nur fantastisch aus. Der Geruch ist einfach der Wahnsinn. Ja. Und viele sagen, das schmeckt so viel besser als die normalen Toffifee. Und ich traue mich jetzt. Ich nehme jetzt ein. Ja, mach. Ich nehme jetzt einfach weg. Mach. Die gehen sogar super locker da raus. Ne? Ja. Aber ich muss sagen, ja, sie sind nur oberflächlich weiß, oder? Also unten drunter sind sie normal. Ganz normaler Karamellkern, ja. Aber ich sage ganz ehrlich, die sind, die weiße Schokolade ist halt der Burner. Ne? Also man kann echt nicht meckern. Sie schmecken hervorragend. Ich Dann weiß sage es ich nicht. Jetzt einfach mal Prost. Prösterchen. Prösterchen. Und probieren wir mal. Mhm. Okay. Ich muss dazu sagen, Bruder, sie schmecken aber wie normale Toffifee, oder? Ja, aber ohne die Schokolade, die halt vollmilch ist bei den anderen, sondern hier eine weiße Schokolade. Also die weiße Schokolade macht hier den Kick auf jeden Fall aus. Ansonsten habt ihr diesen typischen Haselnussgeschmack natürlich mit dabei. Natürlich, die Nuss ist mit drin, das Karamell ist unten drunter, was natürlich sehr übertüncht. Genau. Aber die weiße Schokolade ist schon schön. Wenn man sieht, wo andere Leute die im Moment gerade verkaufen für sehr viel Geld, was ich einfach eine Unverschämtheit finde, aber was soll man sagen? Hätte man vorher mehr geholt, hätte man vielleicht auch mal ein paar in der Schrankwand oder unterm Bett oder im Tresor, sogar schon im Tresor. Und wir wissen ja alle, wer noch welche zu Hause rumfliegen ja, hat. Nein, das natürlich wir nicht bestimmt, er, aber alles gut. Grüße gehen raus an seine Freundin. Ne? Man weiß halt nicht, wer sie hat. Ne? Sie wollte ihn schon den Kopf abhacken, weil er eine Verpackung mitgehen lassen hat. Aber alles cool. Ja. Die Toffifee weiß, wer hat sie sich geschnappt? Wer hat sie gegessen? Ihr werdet nicht mal rankommen. Das Thema ist durch. Na? Bis nächstes Jahr auf jeden Fall. Bis dann würden sie wieder rauskommen. Und wie gesagt, dieser muskelgestählte Körper, der kommt nicht nur von Toffifees, weißt du? Deswegen. Naja, vielleicht ein bisschen, aber. Nur ein bisschen, ne? Ja, Leute. Kleines doofes Video, aber habt ihr Toffifee Weiß selber schon mal gegessen? Er hat sie mir heute mitgebracht. Ich habe sie gerade das erste Mal gegessen. Sie sind definitiv okay und schmecken. Ne? Also wenn ihr auf weiße Schokolade steht, könnt ihr euch die auf jeden Fall mal gönnen. Ansonsten würde ich sagen, schreibt mir gerne allen Scheißmauten in die Kommentare rein, was euch dazu einfällt. Danke an meinen Bruder Pumba, der heute mal das erste Mal mit in einem Video war. Und, hat mich gefreut. Ich habe noch Haselnuss in der Backe. Ich bin kein Eichhörnchen, ich bin euer Schnecke und ich würde sagen, ich bin raus, liebe Leute. Also macht's gut, bis denne dann und reingehauen. Sehr schön, er lernt langsam. Macht's gut.